Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake E9 zurück bei Let's Play Sonic Forces. Wir haben im letzten Part alle restlichen roten Sternringe gesammelt. Und nun haben wir dadurch noch weitere extra Levels freigeschalten, die wir jetzt spielen werden. Also starten wir durch mit Extra 4 von der Green Hills und Retourblock 2. Ah ja, der Block, der immer dazwischen kurz verschwindet, dann wieder zurückkommt. Den man zerstören kann. Na denn, gehen wir richtig ab hier. Da es hier keine roten Ringe gibt, können wir einfach hier das ein bisschen gechillter angehen. Und generell sind diese Levels recht kurz. Ups. Ja, merke, kein Turbo da machen. Ja, okay. Danach werde ich dann auch noch zeigen, wie man einen Silber, also wie ein Silbermondring heißt das, oder? Also ein Zahnring und ein Silbermondring sammelt. Auch nur von einem einzigen Level, weil komplett 100% plane ich ja nicht bei diesem Let's Play. Verdammt nochmal. Das steht bei mir nicht an. Ich hoffe, dass dagegen habt ihr nichts, weil ich will jetzt das Play jetzt nicht überstrapazieren. Wow. Ach man, ja, kann ich es überhaupt nicht durchschaffen? Ballermänner. So, ihr macht jetzt nichts. Und Tschiskowski. Das wär's. Aber wie war zu erwarten, kurz. Leider reicht es nur für Aram. Willman, haben wir das geschafft? Und es gibt wieder. Oh, Middleson. Nick Hemd, nice one. Oh, das ist euch bestimmt aufgefallen. Ich habe mir extra noch einen neuen Avatar erstellt. Oh! Wir kriegen noch extra Prozent? What? Okay, wie viel Prozent gibt es da insgesamt? Okay, Zeit für Verschwindefeld 2. Also, beim fünften Extra in Mystic Jungle mit dem Avatar. Ihr habt ja schon gemerkt, im letzten Part, ich habe mir einen neuen Avatar erstellt, und zwar eine Hündin. Und mit der werden wir jetzt hier diesen Level noch bestreiten. Ich dachte, mein weiblichen Charakter zerstört ist auch nicht so schlecht. Kommen wir hier wieder raus? Ja, muss man wohl, weil das wäre echt ganz schön fies, wenn das nicht gehen würde. Ah, ist so schön, der Soundtrack. Ich liebe halt diese chilligen Soundtracks da, also diese genialen Dubstep-Songs, nein, von dem Avatar-Level. Das machen sie echt genial. Aua! Wer wagt es? Wer hat hier mit starre Kugel geschmissen? Den werde ich die Leviten lesen, wenn ich den erwische. So. Oh, schon wieder. Ey! Wie viele noch? Ich hoffe nur, die Felder erinnert sich nur extra für mich. Ist eine Schande, dass ich mich davon treffen lasse, weil so schwer ist es ja nicht, durch diese Levels zu kommen. So, ich bleibe mal oben. Aber ich versuche zumindestens. Shit! Alter. Kurz vom Ziel, ey, wäre ich da wahrscheinlich wieder abgekratzt. Oh Mann. Und S-Ranking! Nice one! Oh! Das Outfit sieht interessant aus. Sega! Natürlich kann man wirklich alles noch versuchen, Essen abzuschießen, damit man alle Klamotten bekommt. Zusätzlich zu den Sammelgegenständen. Das kann man natürlich auch noch machen. Dann bekommt man alle Klamotten und alle Rang.
Alle Ränge? Das ist nicht zu fassen. Wie viel erobern wir denn noch? Weil... Also da bekommt man für jeden Charakter 3 Goldmedaillen, also auch versuchen die anderen Missionen abzuschließen, sodass man auch 3 Goldmedaillen bekommt. Feuerkanone 2. Mit Mord an Sonic mal wieder. Na denn? So. Da oben ist schon das Ziel. Aber ich muss erstmal hinfinden. Ach du Scheiße. Und das trifft mich schon mal nicht. Ja. Seems legit. Au! Ich werde hier ständig abgeburnt. Gegrillter Igel. Wer hat Lust darauf? Oder gebratener Igel. Ey. Ja, Stampf, okay. Aber ich hätte nicht bemerkt. Ja, ist klar. Versuch mich hier zu burnen. Ey. Ja, eine Rutschattacke. Ein Turbo geht ja leider Gott. Ist nicht als ein Boost. Au! Heiß, 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 heiß! Okay. Ist mir viel zu heiß hier. Ey! Sonst aber dich mich langsam nach oben. Fuck! Nein! Ja, das wusste ich ja nicht, dass die Kamera schwenkt doch viel zu langsam hin, ne? Ja, nee, da ist man gefangen. Was soll man denn da machen? Alter, das ist aber heftig hier. Einen Wandsprung kann man da nicht ausführen, ne? Nö. Modern Sonic hat das anscheinend verlernt hier. Das kann nur der Avatar manchmal einsetzen. Boah. Fuck, wie soll man denn... Oh Mann, ey. Boah, das ist ja heftig. Shit, ich stecke hier fest so richtig. Ach, Mann! Okay. Geschafft! Boah, hier einen S-Rang zu bekommen, das ist schon... eine Herausforderung. Oh man. Ja, entsprechend gibt es halt leider auch nur C-Rang. Kann man nichts machen. So, dann wird es Zeit für den nächsten. Level und weitere Prozent. Ich glaube, ich spinne. Was ist das eigentlich? Oh, es ist eh nur noch einer übrig. Könnte man vielleicht noch mehr freischalten durch diesen, durch diese Zahlenringe und diese Silbermondringe. Aber wir müssen natürlich in den Kommentaren posten, ob dem so ist oder ob es was anderes freischaltet. Zurück in Death Egg. Ja, mit diesen Dingern wieder mal. Lässt ihn passen. Was? Die darf man auch nicht mehr so berühren? Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Darf man überhaupt nicht berühren, diese Dinger. Ich dachte nur, die Geschosse würden mir was ausmachen, aber nö. So, Turbo. Alter, was? Ich hab doch kein Plasma-Geschoss jetzt berührt, oder? So, jetzt aber will ich hier durchkommen, ohne Schaden zu nehmen. Okay, nach oben, laut der Wiese. Ups. Und runter da. Ach je. Oh, jetzt übertreiben sie echt ganz schön mit den. So, jetzt war Achtung. Jetzt war wirklich hier. Nein! Nein, 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 nein.
Na toll. Keine Ringe mehr. Und ich falsch wieder da. Ich dachte, ich könnte es auch wieder schaffen, verdammt. Ach, was soll's. Steck den Treffer ein und über mit dir. Geschafft. Ach. Sonic Extrem. Okay. Damit haben wir extra den Sinn geschafft. Eine verbesserte Void. Also, das ist ein Nickerwisp. Wir haben jetzt fast 120% der Welt zurückerobert. Ja, das haben wir geschafft. So, dann zeige ich euch noch. Müssen wir mal gucken, welchen Level ich am liebsten mag. Es gibt ja so einige Level. Welcher war mein absoluter Liebling hier? Casino Forest wäre vielleicht ganz interessant, aber da sind ja die Verstecke wieder so fies. Vielleicht. Ich würde sagen, ich fange gleich mit den früheren Leveln an und sagen, gehen wir uns wieder zum Spaceport. Und schauen uns das mal an, wie wir diese Zahnringe bekommen. So, wo sind die hier zu finden? Ja, ja, ist gut. Achtung! Der Maskierte ist hier. Der Sonic besiegt hat. Konzentrier dich, Raccoon! Wir müssen einen Shuttle finden! Ich meine, gehen wir jetzt die Kapseln hier hin, weil man jetzt alle verschiedenen Arten von Wispern besitzt. Also, in seinem Besitz weiß. Ah, jetzt will da schon alles hier zerstört wird. Ich will keinen Roboter mehr sehen. So. Aha! Ich sehe schon! Ist es zeitlich begrenzt? Also ich habe das geschafft. Das ist wie bei Sonic Lost World. Das kenne ich bereits. So, das wäre also geschafft. Das ist alles, das muss man zusätzlich noch machen? Okay. Bestimmt ein komplizierter bei späteren Level sein. Kann ich mir jetzt schon denken. Dass es bestimmt noch schwieriger wird hier, die Geschichte. Na, komm. Feuer! Fire! Gib mir Fire, Baby! Schöner. Um hier. Hium. Da kommt wieder diese eine ziemlich coole Szene. Auch mit der. Wow. Gerade auch geschafft. Perfekt. So, jetzt rüber da. Ich glaube, nur so bekommt man auch den roten Sternenring, wenn man das schafft, das Quicktime-Event. Weil selbst wenn man es nicht schafft, da verliert man kein Leben, weil ich habe das wirklich noch nicht so richtig geschnallt am Anfang. Ja, ja, damals, als ich noch jung war, vor ein paar Tagen. Lol. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Lieber oben bleiben. Nein, da gehen die ganzen Ringe dahin. Das werden sie so schnell nicht vermissen. Na los, Rico. Wir müssen hier weg, sobald alle an Bord sind. So, und jetzt schauen wir uns dann noch die
den letzten Sammelgegenstand an. Junge. Vielleicht schafft es, reicht das noch für S-Rang hier? Sonst kann ich es nachher noch nachholen. Ja! Es gibt weitere Klamotten. Diese Sandalen eh. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das müssen wir erfüllt haben, ne? Ich sehe das Symbol. Ja, und jetzt kommt... Ist das wirklich nur ein einziger? Wo findet man den bloß? Okay, ein Silbermondring, ha? Huh? Den schnappe ich mir jetzt. Espio hier. Mein Team nimmt es mit dem Feind im Ringtunnel auf. Wir sollten sie fürs Erste zurückhalten können. Nein, warte. Achtung. Der Maskierte ist hier. Der Sonic besiegt hat. Ich wollte gerade sagen, nö. Der wird wahrscheinlich irgendwo ganz fies versteckt sein. Darauf wette ich. Ich weiß nicht, ob es da schon Videos davon gibt. Vermutlich, aber... Und aber an welcher Stelle würde man ihn wohl verstecken? Das ist die Frage. Also hier kann ich jedenfalls nicht mehr zurück. Ich hoffe, ich habe ihn da nicht übersehen. Wie man hier abgehen kann. Das haben wir ja schon erledigt. Also da ist nichts mehr vonnöten an dieser Situation. Na, wo steckt der bloß? Das ist die Frage. Ich hoffe, den habe ich nicht übersehen irgendwo. Ob man mit einem Whispern bekommen kann? Hier ist ein weiterer roter Ring. Das sieht wie ein Güterzug aus. Waren Vorräte geladen. Der ist sicher nicht gerüstet. Hier schon mal nicht. Wo könnte der sich bloß verstecken? Ja, den möchte ich schon noch kriegen. Bevor wir das Let's Play an der Stelle beenden. Mit einem Gesamtfazit. So. Immer wieder perfekt. Gesundheit. Entschuldigung. Mach mal hier weiter. Oder auch nicht. Was ist denn da unten? Vielleicht ist er hier? Ah, dort hätten wir angefangen. Also wenn wir das gekriegt haben, wir wenn nicht geschafft hätten. Boah, ich kann einfach nicht aufhören. Mann, das nervt. Ich aber, ob ist der Silbermondring? Wo ist denn der? Den kriege ich wahrscheinlich nur hierbei, ne? Ich will darauf wetten, dass er hier irgendwo steckt. Nein, also hier kann ich ihn schon nicht finden. Zum Glück kriege ich ja immer einen Feuerwissen-Nachschub. Nee, hier auch nicht. Na, hoch da mit dir, Mädel. Ist er vielleicht da unten? Das sind silberne Ringe! Oh.
Ich hab's geschafft. Die muss man auf Zeit alle sammeln. So ist das also gedacht. Und die waren dort, wo sich einer der roten Sternringe befindet. Naja, okay, das hätten wir auch geschafft. Naja, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Das wär's. Dann hätten wir den Level zu 100% abgeschlossen. S-Rang, alle roten Sternringe, alle Zahlenringe und die Silbermondringe. Was will man mehr? Jetzt gucken wir uns das mal an. Tatsächlich. Wir sind da zu 100% durch. Es gibt keinen weiteren Sammelgegenstand. Na gut. Immerhin wissen wir das, aber ich werde das bei anderen nicht machen, wie gesagt. Ja, da sind wir also jetzt am Ende angelangt. So schnell kann's gehen. So, was halte ich jetzt insgesamt vor dem Spiel?